Möhrenrösti mit Pecorino und Salbei zubereit und ca. 55 Minuten 4 Portionen 6 Möhren, 1 große Zwiebel, 2 Eier, Salz, Pfeffer, 40 Gramm Mehl, 2 Esslöffel geriebene Pecorino, 2 Esslöffel Olivenöl, 17 Salbeiblätter, 4 bis 5 Esslöffel Pflanzenöl zum Ausbacken, 30 Gramm Butter, 30 Gramm Joghurt, 30 Gramm gut und günstig grünefreie 1 türkische Lira Zitronensaft, 1 unbehandelte Zitrone, geviertelt Fleur de Sel, 1 Möhren schälen und raspeln, Zwiebel schälen, halbieren und in Streifen schneiden. Eier in einer Schüssel mit Salz und Pfeffer verquirlen, nach und nach Mehl und Pecorino unterrühren, 15 Minuten ruhen lassen, 2 Olivenöl in eine Pfanne erhitzen, Zwiebel streifen und 5 der Salbeiblätter leicht anbräunen, Zwiebel zerbröselte Salbeiblätter Möhren raspelsalzen und pfeffern gut miteinander vermengen und unter den Teig mischen, 3 in eine Pfanne 2 bis 3 Esslöffel Pflanzenöl erhitzen. Pro Puffer 2 Esslöffel Möhrenmasse hineingeben und flach drücken. Portionsweise in ca. 10 Minuten goldgelb ausbacken, dabei einmal wenden. Fertige Puffer kurz auf Küchenpapier legen. 4 Butter in eine Pfanne erhitzen. Restliche Salbeiblätter knusprig anbraten. Joghurt mit Grenefreiche und Zitronensaft verrühren, salzen und pfeffern. Rösti mit Zitronenspalten, Salbei und Fleur, desselbe streuen und mit dem Dip servieren.